und grüße euch. Heute möchte ich euch mein Glossierbox Pop Art Edition zeigen. Und zwar, die ist heute gekommen und ausgepackt habe ich schon und reingeschaut auch, geswatcht auch. Ich habe alles Mögliche gemacht, um euch das auch direkt zu zeigen. Und zwar, ich möchte euch auch noch die Verpackung, Päckchen bzw. zeigen. Und zwar, so sieht das aus. Hier an der Seite steht nochmal Glossybox und auf der Seite zeige ich euch mal, finde ich auch sehr schön, Pop Art Edition steht nochmal hier drauf. Dann fange ich schon mal mit meinem pinken Box an, und zwar das die hier, das war in dem pinken drin gewesen und innen drin war einmal Gutschein von Zalando, einmal, also so haargenau habe ich mir das Ganze auch nicht angeschaut, und zwar von Benefit San Francisco steht hier drauf, und zwar so ein Zettelchen, das war jetzt mein Kater. Und hier ist noch was, leichter durchs Leben steht hier drauf. Für was das sein soll, das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Homepage, jetzt 4 Wochen kostenlos testen steht drauf. Das wäre das hier. So. Hier ist Infoheft, was alles drin, wo alles drin steht, wie teuer das ist. Und wie man das anwendet und Herstellerversprechen. Und zwar, wie ihr wisst, Hauptprodukt war das von Benefit, das Augencreme. Das wäre das hier. Und zwar, falls ich mich nicht täusche, genau, mit Ringfinger. Nimmt man ein klein bisschen und das kann man morgens und abends anwenden, und das tut man halt auf dem Augenringer und auf dem Augenlid, Augenbrauenbogenlid macht man das drauf und dann tupft man halt ganz leicht drauf. So sieht das aus. Die habe ich noch nicht getestet, weil ich schon bereits geschminkt war, beziehungsweise nicht geschminkt, sondern eben halt teilweise war ich schon geschminkt, doch. So. Das wäre die eine. Preise werde ich euch dann hier oben drauf schreiben. Dann habe ich hier von LCN, das wäre das hier. Und zwar, das ist ein Lip Liner Pencil Chocolate, steht drauf. Und tja, wie viel da drin ist. Menge steht überhaupt gar nicht drauf. Beziehungsweise ich sehe das gar nicht. Das wäre das hier. Das habe ich auch bereits drauf. Und zwar, die ist eigentlich ganz okay. Die ist nicht zu fest, auch nicht zu cremig, sondern genau optimal. Und ja, ich habe erstmal stark die Ränder gemacht damit, und also Linie gezogen, und danach habe ich mit dem Finger halt ein bisschen geblendet. Ich zeige das auch nochmal hier auf bei Hand. So sah das am Anfang aus, wie gesagt, und danach habe ich das geblendet und dann sieht das auch viel besser aus. So sieht das dann aus. Dann müsst ihr dann halt gut verblenden mit dem Finger. Und mal gucken. Und das ist auf jeden Fall ein Originalprodukt. Und das vom Benefit. 14,2 steht drauf. Hier sind 3,0 Gramm. Also ist kein Originalprodukt. Obwohl hier halt Originalprodukt steht, aber das ist kein Originalprodukt. Nee, ist keins. So.
Wisst ihr was? Ich lese euch mal, was hier auf den Anwendungen draufsteht. Und zwar Anwendung bei dem Augencreme steht mit dem Ringfinger eine kleine Menge der Augencreme unterhalb des Auges und der Braunbogens verteilen und sanft einklopfen, am besten morgens und abends. So, und bei Lip Liner Anwendung steht drauf, die sauberen fettfreien Lippen betonen und ihre Konturen sorgfältig nachziehen. Mit dem Finger sanft verblenden, damit eine natürlich wirkende Linie entsteht. Tipp für einen Schmollmundeffekt à la Grace, nicht ganz bis in die Mundwinkel gehen, sondern den Fokus in Richtung des Lippenherzes legen. Danach, falls gewünscht, zusätzlich Lippenstift, Gloss oder Lippenpflege auftragen. So. Dann habe ich hier einmal Aldo Vandini. Das kenne ich überhaupt gar nicht, beziehungsweise diese Marke kenne ich überhaupt gar nicht. Und das ist retuschierende Dekolleté-Creme, weißer Lutz und Diamantstaub steht drauf. Die geschmeidige Textur hat die außergewöhnliche Fähigkeit, Hautunebenheiten und Pigmentierungsschäden an Hals und Dekolleté auszublenden. Denn lichtreflektierende Partikel lassen das Dekolleté wie mit Diamanten besetzt, sensationell, ebenmäßig und seitig strahlen, steht drauf. Und hier sind 200 ml drin und 200 ml ist Originalprodukt. Die habe ich auch noch nicht getestet. Na, mal gucken. Dann habe ich hier einmal von Fights and Rouge, das ist ein Handcreme. Und zwar sind da 20 ml drin. Das wäre das hier. Nach Bedarf eincremen und den Duft genießen steht nur drauf. Und 20 ml wäre ein Originalprodukt, also das auch Originalprodukt. Den habe ich auch nicht getestet, kann ich aber jetzt sofort für euch machen. So. Na. So. Also ist nicht so ganz flüssig, ist genau optimal so, wie Creme halt auch sein sollte. Die riecht sehr fruchtig. Mal gucken. Also, das fühlt sich an, als ob ich meine Hand unter Wasser hätte, aber ich muss sagen, die zieht auch sehr schnell ein. Also am Anfang hat das sich schreckend angefühlt, ich dachte, was ist das denn jetzt, aber wie gesagt, ist schnell eingezogen und riechen tut es halt süß, angenehm, also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und zwar, hier steht, dass nach Vanille das Vanille ist, aber mit Shea Butter. Mal gucken. Hier auf dem Zettel kann ich das nicht genau lesen. Bis Shea Butter steht drauf. Und Rose Berry. Nee, hier steht Vanille. Ich dachte, das wäre jetzt Vanille. Aber nein, das ist Rose Berry. Und ja, die ist auf jeden Fall okay. Und ganz zum Schluss habe ich hier drin Wimpertusche von Santé. Naturkosmetik ist das. Das wäre das hier in Black, also schwarz. Und hier sind drin 12 ml und 12 ml ist Originalprodukt. Und die habe ich bereits auch drauf. Das wäre auf der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Auf jeden Fall, hier steht drauf, mit den Wimpern klimpern wir unser Pop-Art Girl Grace. Die satte Naturkosmetik-Mascara sorgt für einen aufregenden Augenaufschlag und extra lange, dichte Wimpern. 100% natürlich veredelte Farbpigmente betonen ihre Augen grandios. Naturschätze wie Bambus und Bio-Goji-Bären-Extrakt
Mandelöl und Beerenwachs pflegen ihre Wimpern. Sie kommt ohne synthetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe aus. Tipp für besonderen dramatischen Schwung und noch mehr Volumen: die Wimpern vor dem Tuschen abpudern. Spektakulär. So. Pinsel ist halt dick. Sieht so aus. Und ihr müsst auf jeden Fall, also ich würde empfehlen, dass ihr von innen und von außen tuschen tut. Ansonsten bringt das nichts. Und die Wimpern, die kleben definitiv nicht, kann ich sagen. Und viel Schwung gibt es auch nicht, würde ich mal sagen. Also zumindest, ich habe kein mehr Schwung gesehen und auch keine Dichtung. Und ich habe auch andere Wimperntuschen benutzt, die mehr Dichtung hatten, mehr Volumen, und die waren halt ganz anders. Und dabei kann ich das leider nicht sagen, aber die ist ganz, ganz, ganz okay, weil das nicht verklebt, und man kann richtig einfach tuschen, aber wie gesagt, am besten von innen und von außen. So, das war die eine. Dann mal los mit dem zweiten. Habe ich die beiden schon wieder. Einmal Zalando und diese Homepage. Und zwar, achso, hier habe ich den hier. Die ist fast identisch wie meine andere Box. Also bei dem Benefit habe ich hier nochmal drin. Zeige ich euch mal. Dann habe ich hier nochmal diese von Fikes & Rouge diese Handcreme. Und zwar hier habe ich Vanille. So. Dann habe ich hier noch eine Wimpertusche, beziehungsweise in den gelben habe ich Wimpertusche drin. Und zwar von Susan ist auf Türkisch. Susan. Und zwar mal gucken. Da steht drauf, also Originalprodukt wäre 4 ml und hier wären drin. Kann ich euch leider nicht sagen, weil ich diese Folie da abgemacht habe und weggeschmissen habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Originalprodukt ist. Und zwar hier steht drauf, schon Stilikon Marilyn Monroe inspirierte Pop-Art-Guru Andy Warhol in den 60s mit ihrem Augenaufschlag. Eben solche Klimperwimpern zaubert die Flutter-Mascara von So Susan Cosmetics. Die Mascara taucht ihre Wimpern in tiefes Schwarz und pflegt sie mit Hyaluron-Kügelchen. Das spezielle Design der Bürste trennt die einzelnen Wimpern besonders gut. Mit nur einmal Tuschen werden die Wimpern voluminös und einfach sexy, sensationell. Und zwar, dazu kann ich nur noch eins sagen, wo ich das aufgemacht habe, das war ziemlich cremig gewesen. Ich muss so halt aufpassen, dass es halt nirgendwo hingetropft ist. Und zwar seht ihr, das geht ja noch. Schaut mal hier. So sieht Pinsel aus. Das geht ja noch. Das hing bis hier nach unten, muss ich sagen. Also bis hierhin. Ne? Und ich muss wirklich halt aufpassen. Und die braucht man von Innenwinkel überhaupt gar nicht machen, aber man kann das halt machen. Die habe ich auf der Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Also, die habe ich auf der Seite. Und wie gesagt, ihr braucht das nicht von innen machen. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr das von außen macht. Aber ich muss dazu sagen, das ist halt wie Feder ist das, oder ich sag mal Ameisenfüßen, sag ich mal. Also die kleben nicht einander, die Wimpern sind halt getrennt, und damit kann man wirklich sehr, sehr, sehr gut tuschen, auch wenn die Wimpern zusammenkleben sollten. Die kann man schnell wieder auseinander machen bzw. bearbeiten mit der Wimpertusche. Sie trocknet nicht so ganz schnell wie die eine oder andere Wimpertuschen. Und die finde ich auch okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Kleinen Moment. Nee, die riecht cremig. Die andere, die von
Santé, am Anfang stinkte das, wo ich das aufgemacht habe, aber direkt nach ein, zwei Sekunden hat es sehr, sehr, sehr angenehm gerochen, nach Blumenduft, würde ich mal eher sagen. Und ja, ich war mit beiden zufrieden gewesen, beziehungsweise bin damit zufrieden. Und beide sind eigentlich sehr, sehr, sehr okay. So, als nächstes habe ich hier vor KMS California, kenne ich überhaupt gar nicht diese Marke. Free Shape steht drauf. Da sind 30 Milliliter drin und Originalprodukt wären 200 Milliliter. Und hier steht Anwendung drauf, gut schütteln vor dem Föhnen, in das Handtuch trockene Haar sprühen, dann einfach wie gewohnt stylen. Falls noch weitere Produkte vor dem Trocknen benutzt werden, das Produkt als letzten Schritt anwenden steht drauf. Und ja, die habe ich auch noch nicht getestet und bin mal gespannt, wie die ist, weil ich die Marke auch überhaupt gar nicht kenne. So sieht die aus. Und ganz zum Schluss habe ich hier von Nails Inch und zwar matte Nagellack. Da sind 10 Milliliter drin und 10 Milliliter wären Originalprodukt. Bei der Anwendung steht drauf, den Topcoat einfach über dem Nagellack auftragen, trocknen lassen und mit dem matten Finish einen modischen Statement setzen. Ja, bin mal gespannt, wie die ist. Also insgesamt mit den ganzen Produkten bin ich wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Falls ihr mich fragen solltet, wieso ich jetzt zwei Boxen habe, den einen Box habe ich eingelöst mit meinen Glossy Dots. Glossy Dots heißen die? Auf jeden Fall, damit habe ich die eingelöst und deswegen habe ich hier auch zwei Boxen. Und was ich halt doppelt habe, die gebe ich meistens immer meiner Nichte ab oder halt meiner Schwester, je nachdem, wer das als Erste haben möchte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Mich würde sehr interessieren, wie euch meine Boxen gefallen haben und ob ihr auch eure Glossy Box schon erhalten habt oder noch nicht. Und wie denkt ihr über Glossy Box Pop Art Edition? Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.